Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben heute Montag und starten jetzt mal gemeinsam in die neue Woche. Ich habe hier schon jemanden, der gerade aufgewacht ist. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Oh, die Hunde sagen auch guten Morgen. Ja. Kommst du mal zu Mami? Da, da, da. Uiuiui. Die Lilly. Da ist die Lilly. Du siehst ja wuschelig aus. Das liegt daran, dass du gestern gebadet hast, ne? Oh, der Ben ist auch da. So, ich werde jetzt die Lilly jetzt erstmal ganz kurz einmal eine Hose anziehen und sie vom Schlafsack und von der frischen Windel befreien, ne? Oh, sie macht hier schon, nimmt schon alles auseinander. Super. Und dir vielleicht mal ein Zöpfchen machen. Was hältst du davon? Wuschelmaus, ne? Und dann geht's weiter. So, Lili ist angezogen. Aber bürstest du dir noch die Haare nochmal? Ja. Lili, bringst du mir mal die Bürste? Bring mir mal die Bürste. Bitte bring mir die Bürste. Wenn wir die verlieren, haben wir keine Bürste mehr. Doch, wir haben noch eine. Komm mal her, gib mal her. Oh. Gib mal die Bürste her, bitte. Oh, gleich. Gleich ist hier Highlight. Also sie mag es gar nicht, wenn man ihr was wegnimmt. Sie ist halt ein typischer Widder. Aber sie hat das nächste gefunden. So, alle Hunde gehen mal ins Bettchen. Bettchen. Emma. Ben, hör mal kurz auf. Ben, hör mal bitte kurz auf. So, wir haben es 10 nach 7. Ungefähr eine halbe Stunde wird Ben zur Schule gehen. Mia ist schon weg, die geht immer um 7 ungefähr aus dem Haus. Und Koya ist noch unten im Büro. Deswegen gibt es hier jetzt erstmal eine Show von Ben. Das wird. Aber die ist so exklusiv, dass ich sie euch nicht zeigen möchte. Deswegen, guck mal, Lilly hat da was runtergeschmissen. Ist jetzt ein bisschen kaputt. Das müssen wir erstmal heile machen. Das Mikrofon runtergeschmissen. Emma, gehst du ins Bett? Nein, ins Bettchen. Also. Hallo, hallo. Ist gar nicht an. Ist da der Akku leer? Ja. Okay, Brotdosen habe ich auch schon fertig. Jetzt wird hier erstmal Kinder bespaßt. So, die Lilly hat schon wieder irgendeinen Gedanken. Die will schon wieder irgendwo hin. Alles zu. Habe ich alles zugemacht. Die kontrolliert immer, ob ich alles zumache. Ansonsten nimmt sie mir mein Büro auseinander oder das Badezimmer. Wir sind jetzt auf jeden Fall alleine. Der Papa und der Ben sind jetzt weg. Ja, es ist immer sehr entspannt, wenn man morgens hier schon irgendwelche Gitarrenkonzerte von Ben hört. Lili hat schon den Fernseher angemacht und also hier ist schon wieder Chaos. Oh, ihr wollt raus? Ja? Na komm. Dann geht mal raus. Kalle auch. Zackig. Ich wollte jetzt erstmal ganz kurz den Fernseher hier wieder ausmachen. Ich dachte, Ben hätte das schon gemacht. Also wir haben ja keinen Fernsehen geguckt, aber Lilly hat hier auf irgendwelchen Fernbedienungen rumgedrückt. Und ja, Fernseher angemacht. So. Ich habe eine riesengroße Bestellung von Hühler bekommen. Und ich bin so froh, weil ich habe richtig lange gewartet. Wir sind ja Vertriebspartner und selbst als Vertriebspartner wartet man so lange. Das ist echt krass. Aber die Bestellung ist angekommen. Ich habe sie, glaube ich, schon mal bei Instagram gezeigt. Ich kann euch aber trotzdem mal so ein paar Sachen zeigen, was wir alles bestellt haben. Und zwar haben wir hier einmal das Fensterwischset. Und das möchte ich, ist hier noch original eingepackt, das möchte ich gerne heute einmal ausprobieren. Wollte ich gestern eigentlich schon machen, aber haben wir irgendwie zeitlich nicht mehr hinbekommen. Genau. Dann haben wir hier diese Matratzenfolie oder wie die heißt. Da kann man quasi der Vakuumbeutel, kann man die Matratze vakuumieren. Die Handelektrobürste, um Sachen abzusaugen, wo man mit der großen Bürste nicht so richtig gut rankommt. Zum Beispiel das Sofa, das habe ich gestern schon gemacht. Richtig, richtig gut. Genau, da war die Handelektro drin. Dann habe ich einen 6-Meter-Schlauch bestellt. Der hängt da. Ist ein Riesending. Der ist mega gut, wenn man eine Treppe hat und die Treppe putzen möchte.
Genau, und was habe ich noch? Das sind solche Sachen für so eine Vorführung. Das sind so Filter, ja, Filtergläser sozusagen, wo man, das sind so Filter, dann kann man die Filter da so reinpacken und genau, kann dann zeigen, wo denn der Staub schon hängen bleibt. Dann habe ich hier den Matratzenadapter, der ist wichtig, einmal für Matratzen, also man kann quasi auch, wenn man so eine feste Matratze hat, kann man die Matratze auch ohne Matratzenadapter absaugen, haben wir jetzt zum Beispiel auch gemacht, unsere ist auch schon voll alter, die müssen wir eh mal austauschen, die ist jetzt glaube ich 8 Jahre alt oder so. Aber dafür ist das eigentlich, wenn man so etwas labbrigere Matratzen hat oder wenn man dünne Teppiche hat, ansonsten wird das nämlich aufgesaugt. Hatte ich schon mal, dass wenn man also entweder dünne Teppiche hat oder man hat so Teppiche mit so langen Flusen quasi, dann dreht sich das sonst auf und das passiert hiermit nicht. Und ja, dann habe ich hier noch ein AquaClean und ein Sanitizer, das ist so ein Desinfektionsmittel. Und ein Aquafresh, da habe ich auch noch gar nicht dran gerochen, weil ich noch eine Schnupfnase habe. Und hier habe ich natürliche ätherische Öle drin. Das ist ein 6er-Pack. Ich glaube, da sind immer 2 je Duftsorte drin. Und Koya hat mir das Orangenduft, den Orangenduft auf jeden Fall empfohlen. Da, seht ihr, Lili packt schon wieder hier alles aus. Genau. Muss ich auch nochmal ausprobieren, momentan bringt es nicht viel, weil ich kaum was rieche, deswegen. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Und das größte Paket eigentlich ist das hier unten. Hühler. Tada! Da ist ein Hühler drin. Ein komplett nagelneu eingepackter Hühler. Ja, da oben ist, das ist was anderes. Das ist hier für den Garten. Das sind solche Bewässerungsbeutel für die Bäume. Aber da unten ist auf jeden Fall ein komplett nagelneuer Hühler drin. Ein Kommissionsgerät. Denn ja, die Lieferzeiten bei Hühler sind ja extrem. Also wenn du jetzt einen Hühler bestellst, musst du 6 Wochen warten auf deinen Hühler. Locker. Also es kann auch mal sein, dass es 6 bis 8 Wochen werden. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen weniger die Zeit, weil die jetzt die Digitalisierung umstellen, aber ansonsten wartest du halt einfach 6 Wochen auf deinen Hühler. Und bei einer Präsentation, also wenn du die online kaufst, musst du halt so lange warten. Und bei einer Präsentation hast du die Möglichkeit, den Hühler, dass wir den Hühler quasi gleich da stehen lassen können und dass du quasi den sofort hast. Genau, das ist cool an so einem Kommissionsgerät. Finde ich richtig gut, dass es das gibt. Ich will auch auf lange Sicht gesehen wollen wir, wenn wir uns da ein bisschen was aufgebaut haben, möchte ich auch, dass die ganzen Öle und sowas, dass ich immer was auf Vorrat habe, wie so ein eigenes kleines Mini-Hühlerlager, dass man ja das immer auf Vorrat hat. Und genau, die Kunden, weil momentan ist es so, dass Kunden, selbst wenn sie nur ein Aquafresh oder so haben wollen, irgendwie auch 6 Wochen Lieferzeit haben und so lange warten müssen, und das ist eigentlich, das geht gar nicht. Und deswegen, ja, will ich mir so ein kleines Hühlerlager aufbauen, dass meine Kunden halt nicht so lange warten müssen, ne? Genau. So, jetzt aber eigentlich genug von Hühler. Aber ich will jetzt dieses Fensterwischset mal ausprobieren. Und Lilly ist schon der Stempel hier. Nein. Mein Büro ist erstmal Chaos. und dann ist das ein Paradies für Lilly, ne? Hier die ganzen Ordner. Ich muss sie auch unbedingt aufräumen. Aber ich weiß noch nicht genau, wohin damit und wie ich meinen Schrank, ich habe ja so einen Hühlerschrank, wie ich den ordne und sortiere, muss ich mal gucken. Aber jetzt wollte ich erstmal das Fensterset ausprobieren, Fensterwischset ausprobieren, denn da bin ich total gespannt drauf und hoffe einfach, dass das so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Thank you.
habe jetzt erstmal das Wohnzimmer grob gemacht. Ich bin am Überlegen, ob ich hier nachher nochmal wischen soll. Also eigentlich müsste ich es, aber ich muss mal gucken, ob ich das von der Zeit her hinbekomme. Die Lilly, die turnt ja auch schon wieder rum. Lilomania. Oh, das ist der Geschirrspüler. Papa hat den nicht zugemacht, der ist aber sauber, Gott sei Dank. Dankeschön, dass du mir die Sachen rausgegeben hast, Lilly. So, ich glaube, das wird heute ein richtiger Putz-Vlog. Jetzt ist den Lappen. Machen wir auch nicht. Am besten, du kommst aus der Küche raus, Lilly. Geh mal raus aus der Küche. Oh, nicht fallen. Genau, rückwärts gehen. Super, Licht aus. Genau, also irgendwie montags muss ich immer erstmal alles putzen nach dem Wochenende. Wobei ich sagen muss, dass wir am Wochenende eigentlich die meiste Zeit draußen waren. Aber irgendwie läuft man dann doch immer hier nochmal rein und raus und deswegen war hier sehr viel Sand. Wir haben alles irgendwie nur immer so dahingeschmissen. Jetzt möchte ich mich eigentlich hier um unseren Vorflur kümmern. Der Vorflur des Grauens. Also so schlimm ist es gar nicht, muss ich sagen. Da habe ich eine Tüte mit Krimskrams. Da oben steht Krimskrams und ja, dann stehen hier sonst noch Schuhe. Und ich weiß nicht, warum die Sache mal da schon seit Monaten steht, keine Ahnung. Ja, auch hier müsste ich eigentlich mal die, ich glaube nicht, dass es noch schneien wird, die Sachen wegmachen. Und eigentlich unser Raum muss auch mal aufgeräumt werden. Guck mal, grauenhaft, oder? Alles reingeschmissen, aber das mache ich nicht jetzt. Kann ich nämlich die Tür zumachen und dann sieht das keiner. Aber hier auch, unsere Lilimaus hat ein bisschen gekrümelt und so. Also ich glaube, ich werde jetzt mich um diesen Raum hier mal kümmern. Und ja, ich weiß auch nicht, hier oben, da stellt man einfach immer alles das hin, was man so draußen mal gebraucht hat, es aber nicht draußen stehen lassen will, weil es, keine Ahnung, hier so ein Hochleistungsspielstoff, den habe ich letzte Woche gebraucht, als mir ihr Fahrradschloss nicht aufbekommen hat. Ja, ein bisschen Werkzeug, das hat sie von Tante, von ihrer Großtante bekommen. Genau, und übrigens, seht ihr das hier, das ist schon länger her. Ich weiß gar nicht, da hatten wir, glaube ich, die Welpen sogar noch. Da hat Kalle die Tapete aufgegessen. Richtig toll. Ich will diesen Raum sowieso einmal irgendwann renovieren. Denn diese Fliesen, ich weiß nicht, ob ihr die noch aus dem Anfang her kennt, die sind, eigentlich sind die braun. Ich weiß gar nicht, ob man das hier an manchen Stellen sieht. Ich habe die, also, oder ich hatte die Idee, Koya hat es gemacht, überlackiert. Mit so einem Lack, extra so einem Fliesenlack, damit es nicht ganz so scheiße aussieht. Ja, aber die waren richtig braun, so wie bei uns im Badezimmer. Die muss ich euch vielleicht nachher mal zeigen. Und ja, also wir haben es gesagt, also dieser Lack hat irgendwie 50 Euro gekostet. Komm, wir machen das jetzt einmal, damit es jetzt auf der Schnelle nicht ganz so blöd aussieht. Aber es ist eigentlich eine Katastrophe. Und eigentlich ist mein Ziel oder meine Idee hier, nicht Laminat, auch nicht PVC, wie heißt denn das? Klickvinyl, genau, Klickvinyl reinzupacken. Wir sind nur noch nicht ganz einig, ob man das auf die Fliesen drauf machen kann. Rein theoretisch schon. Freunde von uns haben das auch auf die Fliesen draufgelegt. Und die Tür ist auch, also da ist sowieso so ein Spalt, also von der Tür und so würde das gehen. Und hier ist, glaube ich, auch so eine kleine Ministufe. Also es würde eigentlich gehen von der Höhe her. Ist ja meistens das Problem, dass das von der Höhe her nicht geht, ne? Dass man dann irgendwie die Türen absägen muss oder so, das müssten wir hier gar nicht. Unser Problem ist nur, dass ich Angst habe, dass man diese Fugen halt total durchsieht, dass man das so runterlatscht. Wisst ihr, was ich meine? So können wir überlegen, ob wir dann hier einfach so eine ganz dünne Schicht Ausgleichsmasse rüberkippen. Genau, aber das kann erst ja, später kommen. Wir haben hier noch... Oh, Lilly hat eine Hake jetzt in der Hand. Wir haben ja noch so viele Baustellen, die jetzt erstmal wichtiger sind. Gerade jetzt draußen, weil unser Wohnanhänger jetzt demnächst kommen wird. Da wollte ich sowieso mal anrufen, aber ich glaube, da kann ich erst ab 10 anrufen. Ab 10 sind die erst da. Genau, wann denn unser Wohnanhänger jetzt da ist und wann wir den Brief abholen können, damit wir den Wohnanhänger irgendwie anmelden können. Genau, aber genau, die haben erstmal andere Probleme hier, deswegen räume ich hier erstmal noch kurz auf. Und... ja, die Lilly hilft mir. Genau. Das Messer brauche ich zum Beispiel immer, um so aus den Fugen draußen Unkraut, Dankeschön, wegzubekommen. Da nehme ich immer einfach so ein ganz normales Buttermesser. Genau, da habe ich nämlich, ich glaube, letzte Woche Fugen mit sauber gemacht, habe alles in so eine Tüte gepackt und habe sie einfach reingestellt. Oh, Lilly, nicht. Genau.
Das kommt jetzt in den Schrank des Grauens. Eine Putzpause. Ich musste gerade eben ein ganz wichtiges Telefonat machen mit dem Wohnanhängerverkäufer und unser Wohnanhänger ist da. Er ist angekommen und jetzt musste ich die ganzen Termine erstmal machen. Morgen holt Koya den Brief ab, den Brief vom Wohnanhänger. Dann musste ich einen Termin machen bei der Zulassungsstelle. Da musste ich eine Versicherung online abschließen für den Wohnanhänger, war total viel. Dann hat eben gerade noch der Paketbote geklingelt und hat das Hundefutterpaket abgeholt, was ja bei in meinem Namen bei Zooplus bestellt wurde, habe ich euch ja in einem Video erzählt. Genau, das wird aber wieder zurückgeschickt. Ich habe auch das Geld von Amazon auch schon wieder bekommen. Oh, hier hätte ich den Schrank offen gelassen. Hier sieht es noch Chaos aus, ne? Ich habe jetzt Lilly gerade gefüttert, die war richtig quengelig, die hatte Hunger. Gab Spaghetti Bolognese aus dem Gläschen. Sie isst irgendwie, habe ich euch ja schon erzählt, sie isst irgendwie nur die Gläschen, ich weiß auch nicht. Soll sie machen. Ich ziehe mich jetzt erstmal um, denn ich muss gleich Ben abholen. Wir haben es schon 20 nach 11. Und genau, ich hole jetzt gleich den Ben ab und ich wollte jetzt nicht in meiner Jogginghose da rumrennen. Deswegen werde ich jetzt nochmal schnell eine Jeanshose anziehen und eigentlich müsste ich auch duschen, aber also ich habe gestern Abend geduscht, aber irgendwie sehen meine Haare immer so komisch aus, wenn ich die Natur trocknen lasse. Ich hasse das. Also ich mag es eigentlich nur, wenn ich morgens meine Haare wasche. Aber wir werden heute noch so viel im Garten noch machen. Heute haben wir geplant, ich zeige euch das mal hier so aus dem Fenster raus. Und zwar, da ja der Wohnanhänger kommt, brauchen wir erstmal einen Platz, wo wir den hinstellen. Wir haben ja ein Grundstück noch, wo aktuell aber noch die Autos vom Vorbesitzer noch draufstehen, weil der sein Carport noch zu Ende bauen muss. Und dann, wenn die weg sind, dann können wir da unseren Wohnanhänger draufstehen. Eigentlich, ja,
eigentlich auch blöd, ist ja unseres, das gehört uns schon seit einem Dreivierteljahr, das Grundstück, und seine Sachen stehen da immer noch drauf, aber wir wollen einfach keinen Stress und deswegen haben wir gesagt, komm, wir warten jetzt noch ein bisschen. Genau. Das heißt, da können wir das, also könnten wir schon, wir könnten dem Bescheid sagen, stell deine Autos runter, würde er auch machen, aber wir wollen halt, wie gesagt, keinen Stress. Das heißt, da stellen wir es momentan nicht hin und wir wollen den ja auch erstmal einrichten und es wird halt so laufen, dass wir, ach ja, wie könnten wir das machen, dann geht man nochmal schnell raus und will da halt hin und will nicht halt zwei Straßen weiter zum Wohnanhänger gehen. Und deswegen stellen wir ihn erstmal hier bei uns aufs Grundstück. Und zwar, ich drehe mal die Kamera. Ja, sieht man das jetzt überhaupt? Nee. Oh Mann. Ich glaube, ich zeige euch das gleich nochmal. Ich ziehe mal schnell die Hose an und dann muss ich ja eh los mit dem Auto. Dann zeige ich es euch. Versprochen. Lilly hat zwar ein bisschen gekleckert, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Wir können trotzdem schnell los. Lilly, komm, wir wollen runter. Wir wollen Ben abholen. Lilly. Lilly, sag mal Ben. Ach, du wolltest ja eine Gießkanne haben. Sag mal, Ben. Bah. Bah, genau. Bah. Schnute ist jetzt auch noch ein bisschen dreckig, weil Lilly hat jetzt keinen Bock da drauf. Aber wir holen ja nur schnell Ben ab. Komm runter. Sie geht eigentlich, im Normalfall geht sie rückwärts runter. Kommst du her? Ja, komm. Komm her, Lilly. Komm her. Mama geht jetzt. Tschüss. Winke, winke. Kommst du mit? Lilly, wir wollen Ben abholen. Eigentlich wollte ich euch zeigen, wie toll sie da runter geht, aber das macht sie jetzt nicht. Komm mal hier. Zack. Genau, wir haben hier vorne einen Zaun hingebaut und mit einer Tür, dass Lilly quasi hier nicht abhauen kann, wenn wir im Garten sind, weil sie hier schon gerne mal die Einfahrt runter geht. Und Chaos macht. Und jetzt drehe ich mal die Kamera hier und zeige euch mal, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Also hier stand bis vor kurzem alles voll mit Holz, mit so kleinen, ja so gesägten Holzstücken. Die haben wir alle gespalten und schon aufs andere Grundstück gebracht. Oh, Lilly Maus. Genau, es war hier alles voll. Das sind jetzt noch die Sachen, die wir heute, oder die Koya heute sägen will. Die sägt er wahrscheinlich einmal nur in der Mitte durch. Genau, und die müssen in drei Teile gesägt werden. Und das haben wir auf jeden Fall. Lilly, wartest du bitte? Nicht weglaufen. Ja, nee, nee. Genau, die müssen in drei die in zwei Teile und die anderen in drei Teile gesägt werden. Und dann werden die auch schon gleich wieder gespalten. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt heute alles, also alles werde ich nicht schaffen, aber das meiste werde ich spalten und dann kommen quasi hier, die Fahrräder kommen weg, das alles da hinten ist alles Müll. Nee, 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 jetzt nicht spielen. Nicht in dem Dings spielen. Alles nass hier sonst. Und da wird dann erstmal der Wohnanhänger, also quasi zum Zaun hin, hingestellt. Dann können wir nämlich immer rausgehen und gucken, ach, wie wollten wir das jetzt haben und wie machen wir das jetzt noch und wie richten wir das ein. Genau, da freuen wir uns schon. Der wird aber wahrscheinlich erst nächste Woche können wir den dann abholen, weil die muss noch irgendwie zu so einem Check-up in der Werkstatt, bevor die den dann ausliefern. Genau, und dann können wir den abholen. Und da freuen wir uns schon ganz drauf. So, jetzt werden wir beide erstmal hier losziehen und Ben holen, ne? Wen holen wir jetzt ab, Lilly? Ben? Lilly, sag mal Ben. So, den Schuh schon wieder auf. Bah, genau. Ba ist Ben und Ma ist Mia. So, Lilly, komm her. So. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen beeilen, sonst komme ich zu spät. Komm. Komm zu Mami. Komm her. Ja, komm her. Supi. Toll. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe m
So, der Ben ist zu Hause, ist aber direkt in den Garten gewandert. Das macht er meistens so. Ja, wenn so schönes Wetter ist, liebt er es einfach draußen zu sein. Die Lilly ist direkt ins Bettchen gewandert. Die hat ja vorhin schon Mittag gegessen und jetzt hat sie noch ihre Flasche bekommen. Und wenn sie die Flasche sieht, dann freut sie sich so und rennt immer direkt ins Bett. Oh, ich brauche noch einen Eiswürfel. Ja, und ich gehe jetzt ins Büro. Also aktuell haben wir eigentlich dann einen ganz guten Rhythmus gefunden nach der Schule. Also dass Ben rausgeht, ein bisschen spielt und erst später Hausaufgaben macht. Und auch Essen hat er jetzt noch keine Lust. Genau. Und Lilly halt direkt ins Bett geht und ich dann halt arbeiten kann. Das ist nämlich immer echt so eine Belastung, wenn man nicht weiß, ja, wie mache ich das heute und wann kommt Koya nach Hause, kann ich dann vielleicht arbeiten, deswegen bin ich immer froh, also ich denke mal, Lilly wird so 2 Stunden schlafen, ich muss gleich mal das Babyfon holen, nicht, dass sie aufwacht und hier ganz viele Nachrichten und habe gerade den Podcast gehört beim Aufräumen, aber das mache ich jetzt aus und ich muss jetzt arbeiten, genau, also ich denke mal 2 Stunden, das wird klappen und gegen 14 Uhr kommt auch Mia nach Hause und meistens wacht Lilly dann auf und dann wollen wir noch einen Freund von Ben abholen um 15 Uhr und dann haben wir hier erstmal Kinderbesuch und ja, das Aufräumen, das verschiebe ich jetzt erstmal, das kann ich nämlich nachher noch machen, wenn Lilly wach ist, aber arbeiten kann ich nicht, wenn sie wach ist, deswegen nehme ich jetzt mein Getränk und gehe ins Büro. So, wir haben es jetzt mittlerweile schon ungefähr 3:30, Mia hat gerade einen Milchshake bekommen, Lilly isst gerade ein Würstchen, Bens Kumpel ist da. Ich habe ein paar Erdbeeren bei Edeka bekommen. Das sind deutsche Erdbeeren und die schmecken richtig, richtig gut. Und die waren reduziert. Ich habe jetzt einen Bananen-Erdbeer-Shake. Genau, Lilly hat so ein bisschen Joghurt mit Erdbeer. Und das ist sehr flüssig geworden. Und das haben wir jetzt auch als Check gemacht. Und Mia hat einen Bananen-Erdbeer-Shake. Die Kinder haben Hotdogs gegessen. Ich habe das Gefühl, hier ist ein Haar auf meinem Arm. Und ich habe bisher auch noch nichts gegessen. Ich werde mir jetzt auch gleich mal ein paar Brötchen machen. Und ja, Mama ist eben gerade noch schnell zum Bäcker gefahren, weil sie Dings vergessen. Ja, ich hatte vergessen. Also ich dachte, ich hätte noch genug Aufbackbrötchen für die Hotdogs. Hatte ich aber nicht mehr. Und dann habe ich jetzt bei Rewe ein paar Brötchen gekauft. Und dann halt die Erdbeeren. Ja. Ich werde hier erstmal ein bisschen schnippeln. Mir was zu essen machen. Gibst du Lilly auch eine? Habe ich. Oh, toll. Und mir füttert die Lilly. Natürlich darf kein Garten-Update fehlen. Wir sind jetzt hier gerade rausgegangen, Lilly und ich. Koya ist auch schon zu Hause. Der hat sich heute vorgenommen, das Zeug zu sägen. Da ist er. Ich habe gerade Rasen gemäht. Der sieht doch schon mal schön aus. Also hier vorne sind noch ein paar kahle Stellen, aber im Großen und Ganzen sieht er richtig schön aus und ich finde, das sieht so idyllisch aus, wenn ich mir das angucke mit den Holzhackschnitzeln und dem Tor, haben wir extra zugemacht, damit Lilly nicht hinrennt, und dem idyllischen Koya, der hier laut ist. Genau, habe ich ein paar Rasen gemäht. Hier vorne muss ich noch mähen, das habe ich noch nicht gemacht, aber der Hauptgrund, warum ich überhaupt mähe, ist nicht, weil der Rasen lang ist oder so, sondern weil ich damit mulchen möchte. Und zwar gucken wir uns hier mal unsere Sachen an. Das ist ja interessant. Ich habe hier bei einigen einen Stein hingepackt bei den Zucchinis, weil die sich so auf den Boden gelegt haben. Und die hier, die lag eben gerade so. Gestern lag sie noch gegen den Stein. Ich weiß nicht, warum die gelbe Blätter bekommen, ob die zu wenig Wasser bekommen. Das ist nämlich meine Vermutung. Und deswegen möchte ich hier mulchen. Mulchen bedeutet quasi, ich mache da was drum. So wie Rindenmulch kennt ihr ja. Und das mache ich aber mit Rasenschnitt. Genau. So sieht das jetzt hier aus bei meinen Zucchinis und bei den Gurken. Oh, das ist aber schönes gewachsen hier. Nee, ist natürlich nur ein Blatt, ein Zweig. So, hier bin ich mir gar nicht mehr sicher, was ich gepflanzt habe. Ich glaube, Möhre.
Möhren, Bohnen, Rosenkohl. Das ist irgendein Salat. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Salat das war. Hier auch Salat. Und hier habe ich auch Salat gepflanzt. Seht ihr das? Ah, nee, das ist Mangold. Zwei Reihen habe ich Mangold gepflanzt. Also das hier und der Rest hier. Da hinten diese kleinen Dinger, das ist Salat. Genau. Und hier habe ich Radieschen gepflanzt. Da kommen auch schon ein paar kleine. Das sind groß, die hatte ich schon mal vorgezogen. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Und das sind meine Zwiebeln. Ich dachte übrigens immer, aus Zwiebeln, also man macht eine so eine Setzzwiebel da rein. Und dann kommen da so ganz viele kleine Knollen und man hat dann gefühlt so ein ganzes Netz. Aber nee, das ist eine Zwiebel. Mit dem Zwiebelgrün, das finde ich ganz interessant. Das kann man nämlich auch in Salat schnippeln. Und hier hatte ich, da wo das so umgegraben aussieht, da hatte ich Zwiebeln aus der Küche genommen und eingepflanzt, die schon so ein bisschen gekeimt haben. Weil ich ja dachte, es kommen mehrere Zwiebeln. Ich kann eine einpflanzen und es kommen dann 10 oder so. Hat nicht geklappt und die waren so ein bisschen gammelig. Deswegen habe ich die wieder rausgenommen und habe da Platz für ja noch was. Neue Sachen. Ich muss mal gucken, was sich so mit Zwiebeln verträgt. Und ansonsten habe ich das Gefühl, dass meine Pflanzen im Gewächshaus eigentlich gar nicht mehr wachsen so wirklich. Außer die Zucchinis. Ich habe hier nochmal 3 Zucchini-Pflanzen. Die sind relativ groß geworden, aber hier die anderen sind noch total klein. Das sind Paprika und so weiter. Ich muss die unbedingt mal umtopfen. Genau, das sind noch ein paar Tomatenpflanzen. Die sind auch ein bisschen gewachsen. Aber ansonsten irgendwie hier sieht das nicht so toll aus. Muss ich mal gucken, was ich da jetzt noch retten kann. Und Lilly bricht aus. Eben gerade hat sie... Was ist los? Hast du geschafft? Ja? Mama? Ja? Dieses Ding hier müssen wir auch unbedingt mal ja, reparieren. Da hatte Kalle sich mal ausgetobt hier. Wir wollten erst neue Bretter holen, aber das ist so teuer, diese Bretter zu holen, das lohnt sich nicht. Und ich dachte mir, ich kann das einfach mal so ein bisschen schleifen, dann sieht das halt nicht mehr ganz so toll aus und dann halt nochmal lackieren. Da fehlt ein Brett, das muss ich wieder anschrauben. Und dann ist da noch der Deckel. Ja, das ist so meine Idee, was ich damit mache. Es sieht halt nicht mehr ganz perfekt aus, aber ist halt so. Aber ich fand das so cool. Da sind halt solche, kannst du eins mit Sand machen und eins mit Wasser. Und dann können die Kinder hier sitzen und darin spielen. Und dann ist halt hier der Deckel für. Mal gucken. Ich werde jetzt erstmal die Tomaten, wollte ich gerade sagen, nee, die Dings mulchen. Die Tomaten kann man übrigens auch mulchen. Und meine ganzen Beeren, die sind eigentlich auch richtig gut gewachsen. Da bin ich richtig stolz drauf. So, also wir werden jetzt hier noch ein bisschen was machen im Garten. Und dann muss ich Koya helfen beim Wegsortieren. Mal gucken. So, wir haben schon spät abends, ich glaube, also für unsere Verhältnisse, ich glaube, es ist 9:30. Wir waren eben gerade noch eine große Runde mit dem Hunden Gassi, Koya und ich und Lilly. Ben war frech ohne Ende. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt an diesem Roblox-Spielen. Er hatte ja einen Freund hier zu Besuch und ja, hat sich nicht so gut benommen. Der musste dann schon 7 ins Bett wandern. Mia hat noch für Hausaufgaben gemacht und für eine Chemiearbeit gelernt, hat es aber alles eigentlich ganz gut hinbekommen. Genau, und wir waren dann jedenfalls so mit Lilly und den Hunden spazieren. Lilly hat quasi unterwegs dann ihr Brot gegessen, hat es richtig gut gemacht und liegt jetzt im Bettchen mit ihrer Milch. Ich muss mal gucken. Warte mal. Ja, die pennt schon. Na, ihr seht es jetzt nicht, aber die pennt schon tief und fest. Bewegt sich auch nicht. Normalerweise ist es so, wenn wir sie zu früh ins Bett bringen, dann nölt sie noch so ein bisschen rum, aber heute gar nicht. Ich wollte euch jetzt nochmal meinen Rasen zeigen. Huch, alles schön gemacht. Wir haben von dem Zaun hier, von dem hier, noch viele Reststücke übrig gehabt. Also es sind immer 5 Meter auf einer Rolle und wir hatten bestimmt noch 4,50 Meter oder so. Weil, ja, hier 5 Meter nicht ausgereicht haben, deswegen haben wir gleich 2 Rollen gekauft. Und jetzt hat Koya da was gemacht an so einem Baum. Und zwar sind die Hunde da immer draufgesprungen, haben immer die ganze Erde runtergeholt. Das hat mich immer so genervt, weil ich finde es nicht schlimm, Gartenarbeit zu machen. Ich mache eigentlich total gerne Gartenarbeit oder auch aufräumen finde ich eigentlich auch nicht schlimm. Ich finde es halt nur blöd, wenn man Sachen halt 5-mal aufräumt und
dann guckt man hin, das ist wieder irgendwie kaputt. Das nervt mich einfach nur, dieses immer wieder das Gleiche machen, obwohl man es doch gerade erst gemacht hat. Und wir hatten da jetzt so eine, ich weiß nicht, ob ich das euch im letzten Video irgendwo mal gezeigt habe, ich glaube nicht. Wir haben da so eine Plane hingemacht, ich zeige es euch jetzt einfach mal so. Ich wollte nur mal hier den Rasenschnitt noch holen, weil ich will gleich nochmal meine Tomatenpflanzen mulchen. Aber ich glaube, ich zeige euch einfach mal so, was ich meine, weil sonst könnt ihr das bestimmt euch nicht gut vorstellen. Denn es ist schon etwas speziell, was wir da gemacht haben. Ich hatte übrigens die Idee wieder. Ich habe immer so komische Ideen. Also, die Hunde sind immer auf jeden Fall zu diesem Baum gegangen und haben da gespielt und gekabbelt. So, hier ist dieser Baum und hier hinten seht ihr das schon, die ganzen Wurzeln, aber das sind Wurzeln vom Efeu, aber hier ist total viel Erde gewesen. Hier waren früher solche, ja so wie da, solche Holzflöcke hier so rum und das ist immer, die sind kaputt gegangen, waren schon richtig morsch und deswegen mussten wir die alle rausziehen. So, und jetzt liegt ständig hier Erde. Und wir haben das schon mal zur Seite gefegt und so und haben jetzt quasi, ich weiß nicht, ob man das gut erkennt, hier so Holzflöcke reingemacht. Dann hier ja, so ein Holz hintergemacht und eine Plane drum gemacht, damit die ganze Erde da nicht rausfällt. Und hatten das jetzt erstmal so gelassen und haben dann uns überlegt, uns irgendwann mal diesen Staketenzaun dahin zu machen. Aber als wir eben gerade losgegangen sind zum Spazierengehen, hatten die hier schon wieder die ganze Plane abgerissen, weil die einfach im Spiel, wir hatten die so rumgewickelt und festgetackert. Im Spiel sind die aber immer so wild, dass die ja mal raus, rein und ist das halt einfach passiert. Und jetzt haben wir gesagt, komm, wir machen das schnell nochmal und machen den Staketenzaun hier drum. Und ich finde, dass das eigentlich richtig cool aussieht. Koya fand das mit dieser Plane erst total doof, aber ich glaube, jetzt findet er es nicht mehr ganz so doof. Genau, das ist einfach, damit die Erde da halt, wenn wir jetzt nur den Staketenzaun genommen hätten, dann wäre die Erde da ja wieder durchgefallen. Das wollten wir nicht. Und deswegen haben wir uns jetzt für diese Variante entschieden. Wir hatten auch am Anfang mal einen Staketenzaun, der niedriger war, mit so Erdspießen reingemacht. Der ist aber der war nur so hoch quasi wie dieses Schwarze, und da sind die aber rübergesprungen und haben das dann immer wieder umfallen lassen und das war nicht stabil. Deswegen haben wir uns jetzt für diese Variante entschieden und haben diesen Mini-Staketenzaun für mein Gemüsebeet benutzt. Genau. Leider geht es nicht bis ganz nach hinten. Wir wollen das jetzt nochmal beobachten. Also wichtig war uns erstmal diese Sicht, die man so sieht. Wenn die Hunde, also die Hunde können rein theoretisch, warte mal, ich muss mal hier so ein bisschen durch, unseren Wald hier. Die Hunde können rein theoretisch hier noch rein, haben sie auch ein paar Mal gemacht, hier den Geheimgang gehen und da ein bisschen sich kabbeln und halt wieder rauskommen hier. Können sie meinetwegen machen, stört mich nicht. Was mich halt stört ist, wenn sie da zu wild sind und ja, das nur Stress gibt. Ich würde es jetzt erstmal noch offen lassen. Wenn es aber wirklich zu wild wird und ich merke halt, die machen mir von innen, dann boxen die sich die ganze Zeit dagegen, dann würde ich nochmal so ein Stück Staketenzaun holen und das quasi bis zum Fenster da, das ist Mias Fenster da unten, bis zum Fenster halt zumachen. Dann müssen wir hier sowieso mal ein bisschen mehr Grünzeug wegmachen. Es ist momentan alles sehr verwildert hier, aber ich finde das eigentlich schön, dieses Verwilderte, und will eigentlich gar nicht so einen geraden Garten, will ich eigentlich gar nicht haben. Ich will alles, dass das so ein bisschen, ja, wild aussieht. Was wir jetzt noch machen werden, ist, also, oh, jetzt habe ich irgendwas im Auge. Was im Auge? Irgendwie Sand oder so. Wir werden auf jeden Fall den restlichen Sand da einfach nochmal mit rüber kippen. Und dann kommt hier, oder das ist jedenfalls, haben wir vor, Holzhackschnitzel, die wir ja vorne benutzt haben, dass wir die da mit hinpacken. Ich glaube, das wird ganz schön aussehen. Genau, aber da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, weil das so ein, das sieht man glaube ich jetzt nicht, das ist so ein Gefälle und wie das dann aussehen wird, aber wir schauen einfach mal. Wir beobachten jetzt erstmal, wie die Hunde sich verhalten, ob die da die ganze Zeit hoch und runter laufen. Ich muss jetzt noch den Kinderwagen wegpacken. Eigentlich wollten wir, dass Lilly hier nochmal zuguckt mit, aber die war so müde, die mussten wir ins Bett packen. Die Hunde haben auch gerade was zu fressen bekommen, die schnüffeln hier die ganze Zeit, weil ich habe nämlich deren Fressen hier verteilt. Und das ist nämlich so eine richtig schöne Schnüffelarbeit für die. Das finden die ganz toll. Genau. Jetzt. Da liegt deine Wien und deine Mathe-Sachen. Oh, jetzt gibt es noch Ärger für mir. Oh, da muss ich gleich nochmal eingreifen. Ich will auf jeden Fall jetzt noch meine Tomaten mulchen.
Und da habe ich, wie gesagt, einfach das hier und das mache ich da drum rum. Das ist, damit die Feuchtigkeit quasi da bleibt und nicht so schnell verdunstet und so weiter und so fort. Ja, Emma, ich bin da. Ja. Genau, das mache ich jetzt noch. Und dann gehe ich duschen und dann gibt es was zu essen. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Ich habe hier Feldsalat angebaut, Schnittsalat, Pflücksalat, ihr seht, ich mag Salat, und Rauke, also Rucola und Rucola. Ich habe das alles zur gleichen Zeit angepflanzt. Guckt mal, wie extrem cool das aussieht. Da kommt schon der ganze Rucola. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt zu dicht eingepflanzt habe oder nicht. Hier hat mir eine Sonnenblume eingepflanzt, die hat schon vier Blätter. Muss ich gleich nochmal mit euch sprechen? Okay. So, das war mein Stichwort. Ich muss jetzt hier nochmal ein paar Problemchen klären hier zwischen Herrn Gerke und Frau Gerke Junior. Das sind Kleeblätter. Ja, aber es wird noch richtig Rucola-mäßig. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Du musst jetzt sagen, bitte gebt uns einen Daumen nach oben. Bitte gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert uns. Lasst ein Abo da und mein Kopf tut weh. Oh, okay. Gute Nacht.